Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns ein Orkust-Deck an, beziehungsweise ein altes Deck, welches die Orkust-Engine benutzt. Denn Orkust hat sich in den ersten Tagen nicht als eigenständiges Deck etabliert in Yu-Gi-Oh! Duel Links, sondern vielmehr als Engine, die viele andere Decks deutlich besser machen wird, beziehungsweise soll. Heute spielen wir die Orkust Engine in einem Gandora-Deck, einem Deck, welches ich ohnehin absolut fantastisch finde. Und wenn ihr die Idee feiert, Leute, ihr wisst Bescheid, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und supporten und vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle dafür. Heute geht es wie gesagt um Orkust und ich habe keine Ahnung, was die Orkust-Karten machen, außer dass wir schon einige von denen teilweise mal hatten, wie beispielsweise Orkust Hafenhorror. Orkust Hafenhorror kann sich selber vom Friedhof verbannen, um ein Orkust-Monster als Spezialbeschwörung von unserem Deck zu beschwören, außer Hafenhorror, und für den Rest dieses Spielzugs können wir lediglich Finsternis-Monster spezial beschwören. Dann spielen wir zusätzlich dazu noch Orkust Beckenskelett, der einen ähnlichen Effekt hat, aber dann ein Orkust-Monster von unserem Friedhof beschwören kann. Also hier auch nochmal so eine kleine Comeback-Option im Gegenzug dazu. Dann haben wir natürlich das neue Big Boss Exit-Monster, und zwar Dingirisu, der eigentlich jetzt in jedem Deck gespielt wird, was Stufe 8 Monster spielt, mehrere, beispielsweise auch ein Blue Eyes meinetwegen, um ihn zu beschwören. Und Dingirisu ist eine Karte, die hat es wirklich in sich. Wir können diese Karte als Exit-Beschwörung beschwören, indem wir ein Orkus Link Monster, das wir kontrollieren, als Material verwenden. Das macht diese Karte halt in Orkus-Decks besonders gut. Und zusätzlich dazu können wir, falls ein oder mehr Karten, die wir kontrollieren, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden würden, stattdessen ein Material von dieser Karte abhängen. Und falls wir diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen haben, können wir einen dieser folgenden Effekte aktivieren. Entweder legen wir eine Karte, die der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof. Lege auf den Friedhof heißt nicht zerstören oder nicht targeten, sondern auf den Friedhof legen. Insaner Effekt. Oder aber wir hängen eins unserer verbannten Maschinenmonster als Material an diese Karte. Das geht selbstverständlich an der Stelle auch. Aber viel eher ist halt der erste Effekt ziemlich gut. Non-Targeting Removal bzw. Send to the Grave. Sehr, 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 sehr nicer Effekt. Wir spielen zudem natürlich auch noch die neuen Link-Monster, beispielsweise das neue Link-2-Monster Galatea, der Orkust-Automat. Dafür brauchen wir zwei Effekt-Monster, darunter ein Orkust-Monster. Und dann können wir diese gelinkte Karte nicht durch Kampf zerstören lassen, was schon mal ein ganz netter Nebeneffekt ist. Und wir können dann eins unserer verbannten Maschinenmonster wählen, es in unser Deck zurückmischen und dann anschließend eine Orkus-Zauber- oder Fallenkarte direkt von unserem Deck setzen. Wir spielen in der Regel in dieser Liste nur eine, und zwar Orkustrierte Rückkehr, die ein Draw-2 ist letzten Endes. Denn wir legen eine Orkus-Karte oder eine Weltvermächtnis-Monster-Karte von unserer Hand oder offen von unserer Spielfeldseite auf den Friedhof und dürfen dann zwei Karten ziehen. Das heißt also, Searchable Draw-2, hell yeah, count me in, nehmen wir. Dazu gibt es auch nochmal Longirsu, der Orkust-Koordinator, ein Link-3-Monster, das zwei Effektmonster benötigt und darunter ebenfalls wieder ein Orkust-Monster. Letzten Endes würden wir meistens natürlich in den Longirsu hochlinken mit Galatea. Auch Longirsu kann nicht, wenn er gelinkt ist, durch Karteneffekte zerstört werden. Und dann können wir zwei unserer verbannten Maschinenmonster wählen, sie in unser Deck zurückmischen und dann ein gelinktes Monster, das der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legen. Diese Karte kann nicht in dem Spielzug angreifen, in dem dieser Effekt aktiviert wurde. Gelingt bedeutet in dem Fall Karten, auf die sich diese Karte zeigt, soweit ich weiß. Na, richtig? Also wenn die zum Beispiel jetzt auf eine Karte des Gegners zeigt, können wir den Effekt aktivieren, zwei unserer verbannten Maschinenmonster wählen und die Karte des Gegners auf den Friedhof legen. Also auch hier wieder ein netter Nebeneffekt. Wir spielen auch nochmal Orkust Albtraumritter in dieser Liste. Orkust Albtraumritter kann nicht durch Kampf mit Linkmonster zerstört werden. Und diese Karte, oder wir können diese offene Karte auf den von diesem Friedhof verbannen und ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen. Du kannst für den Rest des Spiels keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Finsternismonster. Zusätzlich liege ein Finsternismaschinenmonster von deinem Deck auf den Friedhof, außer Orkus Albtraumritter. Und falls du dies tust, erhält das gewählte Monster bis zum Ende dieses Spielzugs zu attacken. Ach, verstehe. Das heißt also, mit Orkus Albtraumritter bekommen wir zum Beispiel Hafenhorror in unserem Friedhof, damit wir mit Hafenhorror auch nochmal den Grave-Effekt aktivieren können. I see. Und was macht dein Weltvermächtnis Weltenstab? Diese als Normalbeschwörung beschworene Gesetzekarte kann nicht durch Kampf mit einem Monster zerstört werden, das als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurde.
Und einmal pro Spielzug, falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Weltenvermächtnismonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Aha. Oder wir können diese Karte von unserem Friedhof verbannen und dann eins unserer verbannten Orkusmonster wählen und dieses als Spezialbeschwörung beschwören. Interesting. Also, ich bin mir jetzt nicht so recht sicher, ob ich checke oder auch zu 100% checke, wie dieses Deck funktioniert. Ich habe aber eine Idee, was letzten Endes die Synergie davon ist. Ja, Orkus basiert also darauf, oder dieses Orkus-Deck basiert darauf, dass wir Karten von unserem Friedhof verbannen, um dann halt ihre Effekte zu triggern. Das sind dann beispielsweise in der Regel Spezialbeschwörungseffekte bzw. Search-Effekte oder als drittes Effekte, die Karten des Gegners auf den Friedhof legen. Also das ist Orkus. Bin gespannt. Ich kann mir, wie gesagt, gut vorstellen, dass das auf jeden Fall in einem Gandora-Deck sehr, sehr, sehr gut harmonieren kann. Wir haben nämlich Turn 1 Plays. Wir haben... okay. 100% Winrate. Also ich glaube, mein Gegner hat keine Lust, gegen Orkus zu spielen. Yay! Und ich bin in Gold 6 dieses Mal gerankt, Leute, weil ich spiele sehr wenig Duel Links in letzter Zeit. Aber auch das versuche ich, wie gesagt, jetzt erstmal mit meiner Content-Offensive wieder so ein bisschen in Schacht zu bringen, beziehungsweise anzupassen, weil, keine Ahnung, ich fühle mich schlecht, aber ich habe halt nur 24 Stunden am Tag, die mir zur Verfügung stehen. 8 davon bin ich arbeiten, 4 davon bin ich am Schlafen, ja, okay, nicht immer 4, aber in der Regel so 4 bis 6, was viel zu wenig ist für meine Verhältnisse, unter der Woche zumindest. Und den Rest mache ich alles Mögliche. Viel zu viel, aber... Was soll man machen, Leute? Gehört halt dazu. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin an der Stelle natürlich sehr froh, Content Creator zu sein. Und für mein Hobby auch bezahlt zu werden. Das ist, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. So, wir spielen auch noch Shot Recycler in der Liste. Eine Karte, die wir normalerweise in vielen anderen Gandora-Listen nicht gespielt haben. Eben wegen der Synergie mit Orkus. Ja, wenn diese Karte normalerweise spezial beschworen wird, können wir ein Monster von Typ Maschine von unserem Deck wählen und es auf den Friedhof legen. So, dann schauen wir mal. Wir haben Kydroid auf jeden Fall auf der Hand. Wir haben die Apparaten auf der Hand. Droppen wir doch einmal den Shrot Recycler und gucken mal, was wir da so Feines machen können. So, was hat mein Gegner? Ist wahrscheinlich irgendwie ein Effect Negate. Ja. Oder halt Karma Cut. Wie dem auch sei, wir gucken mal. Also. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann auch für den Monster auf den Spiel verwählen. Du kannst den Rest des Spiels so keine Monster. Okay, pass auf. Was ist denn, wenn wir jetzt Orkus Albtraumritter auf den Friedhof schicken? Dann aktivieren wir den Effekt von Orkus Albtraumritter. Wir bannen Orkus Albtraumritter, wählen Schrottrecycler. Schicken dann beispielsweise. Hafenhorror auf den Friedhof, das heißt, wir kriegen auch noch ein bisschen mehr Attack. Dann können wir Hafenhorror von unserem Friedhof verbannen. Ich hoffe, ich mache es richtig, wie gesagt. Aber der sieht zumindest richtig aus, sag ich mal an der Stelle. Pass auf, dann können wir das Orkus Beckenskelett droppen. Und jetzt könnte ich in der Theorie linken auf Galatea, ne? Und dass mein Gegner jetzt die Galatea weghaut. Ja, dann ist das so. Aber in der Regel würde ich jetzt auf Galatea gehen. Na, passt auf. Ich würde jetzt auf Galatea gehen. Jetzt kommt wahrscheinlich hier Karma Cut. Also das ist der Punkt, an dem Karma Cut kommen sollte. Genau, da kommt Karma Cut. Hat der Gegner die Combo auf der Hand? Mit einem Stein. Vielleicht hat er keinen Stein. Ne, da kann man ja immer drauf hoffen. Okay, er hat den anderen Stein. Aber leider ist damit Galatea jetzt erstmal gone. Ja, ich habe so ein bisschen in Karma Cut reingespielt. Ne, letzten Endes, aber ist okay. Ich wollte sie halt droppen.
So, und ich habe jetzt keine Orkus-Monster mehr im Grave, aber wir können jetzt einfach Entschluss zu kämpfen aktivieren. Wir schicken den roten Apparat auf den Friedhof. Wir wählen Gandora. Und schicken Gandora X auf den Friedhof. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir einfach den Zug. Ja. Ich meine, wir haben immer noch genug Win Conditions an der Stelle. Ja. Aber guck mal, Galan hätte Galatea jetzt eine der verbannten Karten ins Deck zurückgemischt. Und wir hätten den Draw 2 bekommen. Das ist ziemlich Pock. Das ist ziemlich Pock, wenn ich das mal so sagen darf. So, was geschieht jetzt hier? Füge einen Lichtempfänger deiner Hand hinzu. Alles klar, Chef. Gegner greift noch nicht mal an. Auch komplett Banane an der Stelle hier nicht anzugreifen. Aber wie gesagt, ist okay. Muss mein Gegner wissen. So, goldener Apparat. Let's go. Goldener Apparat kann jetzt zum Beispiel den Orkust Hafenhorror aus Feld holen. Und, oh, mein Gegner kann überhaupt nichts aktivieren. Ebenfalls sehr wild ist. Da passt auf. Da gehen wir doch jetzt einfach, diesmal wirklich, auf Galatea. Sieht. Wir aktivieren den Effekt von Galatea. Wähle eine Karte, die du in deinen Friedhof zurück oder in Sekt zurückmischen möchtest. Ich würde sagen, wir können Hafenhorror zurückmischen. Und setzen orchestrierte Rückkehr. Dann können wir den Effekt von Beckenskelett aktivieren. Hafenhorror spezial beschwören. Wir schicken den Hafenhorror auf den Friedhof. Den zwei Karten. Dann nutzen wir den Effekt von Hafenhorror. Beschwören Albtraumritter. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Können. Ach, warte mal. Ich kann jetzt die Galatea sogar einfach weghauen. Oder noch besser. Wir gehen jetzt einfach auf Longirisu. Der jetzt auf den Boy sogar Kreuz linkt. Das heißt, wir aktivieren seinen Effekt. Wir. Mischen. Mischen die beiden wieder zu Rinsek. Und dann kann ich den jetzt auf den Friedhof legen. Lol. Das ist ja wild. Das ist ja komplett wild. Dann kann ich noch auf Dingirsu jetzt gehen. What? Das sind ja kein Ende. Ja. Kriegen wir dich auf den Friedhof? Kann ich theoretisch. Jetzt habe ich schon so viel gemacht und ich kann immer noch mehr machen. Frage ist nur, lohnt sich das? Frage ist nur, lohnt sich das? Ich könnte jetzt beispielsweise alles in den Friedhöfen verbannen. Das wäre Lethal, ne? Also wenn ich jetzt noch auf Gandora gehe, haben wir Lethal. Ja, wenn ich jetzt noch auf Gandora gehe, haben wir Lethal. Crazy. Also was dieses Deck kann, ist absolut der Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Jetzt kommt noch Gandora. Und wir können. Könnt ihr jetzt theoretisch noch den aktivieren, aber wisst ihr was? Machen wir gar nicht. Wir verbannen einfach alles und haben jetzt Lethal. Wait, what? Der spielt Handtraps? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Blue Eyes mit Handtrap? Dann hätte ich das ganz anders gespielt. Kiteroid, what? Okay, hätte ich das gewusst, Leute, hätte ich das ganz anders gespielt. Welches Blue Eyes Deck spielt denn bitte Kiteroid? Okay. Oh Mann, jetzt wollte ich euch Content zeigen und habe einfach in Kiteroid reingespielt. That's a problem. That's a problem. Aber nichts, was man nicht lösen kann. Ah.
Passt auf. Ich glaube, ich habe jetzt ein großes Problem. Ich glaube, ich habe gerade ein Riesenproblem. Ja, ich habe gerade ein Riesenproblem. Weil ich das jetzt nicht mehr gewinnen kann. In dem Kite-Roid im Friedhof. Ja. Eine Karte oder Spielfeld wählen. Nee, das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Das bringt mir jetzt überhaupt nichts. Was ich machen könnte, ist folgendes. Einmal hier angreifen. Oh Mann! Warum spielt denn bitteschön der Typ Blue? Oh Mann. Das nervt mich so richtig. Das nervt mich so richtig. Blue Eyes mit Kite-Roid. Why? 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 Natürlich spiele ich da rein. Das ist okay. Ultimative Drachen. Und wegen ultimative Drachen wollte ich jetzt auch gerade nicht das machen, was ich eigentlich gemacht habe. Aber das ist okay. Weil wir versuchen immer noch... Oh, das ist... Ach, come on. Jetzt hast du auch noch den Alternativdrachen. Come on. Was ist das denn? Was ist das denn? Disgusting. Absolut disgusting. Alles klar, ich spiele einen random Kite-Roid und hab den selbstverständlich auf der Hand. Ach, komm. Okay. Das passiert, das passiert. Es ist Best of 1. Ich tröste mich immer damit darüber hinweg, dass, wenn es Best of 3 gewesen wäre, dass ich diesen Typ jetzt absolut kahl rasiert hätte. Aber komm, wir haben es für Content gemacht. Wir haben einmal in Karma-Cut reingespielt, einfach nur, weil wir es sehen wollten. Und wir haben einmal in diesen Kite-Roid reingespielt. Aber es ist okay. Es ist okay. Alles gut. Wir haben wunderbar gezeigt, was Orkus so schön das kann. Und das freut mich. Was mich jetzt nur ein bisschen irritiert ist, in der Liste hatten wir die Antriebskiste drin, ne? Warum? Aber hey, guck mal, silberner Apparat. Let's go! Apparat-Time! So, welche Apparate spiele ich noch gleich? Der sucht rot. Rot sucht grün. Das heißt, wir droppen grün. Und suchen dadurch gelb. Gelb. So. Dann können wir... Wollen wir in Albtraumphönix gehen? Ah, oh my. Was ich machen würde, ist in den Getrieberiesen gehen. Mal schauen, ob wir jetzt hier was rausbaiten. Okay, anscheinend nicht. So, Entschluss zu kämpfen. Wir legen antike Antriebskiste auf den Friedhof. Deutschen uns dich raus. Gandora! Wir schicken dich auf den Friedhof. Aktivieren dann den Effekt von Getrieberiese. Schicken dich auf den Friedhof und suchen uns... Wir brauchen mehr Value. Value, Value, Value. In dem Fall auf jeden Fall dich. Dann können wir den Effekt von der Kiste aktivieren. Und generieren dadurch noch mehr Value. Value. Und können uns zum Beispiel Ankerbohrer nochmal searchen. So. Das heißt, für die kommende Runde sind wir bestens ausgestattet. Jetzt ist halt nur nochmal die Frage, greifen wir an? Ich würde sagen, ja. Auch wenn ich keine Handtrap habe, man könnte ja meinen, dass ich einen Handtrap hätte, ne? Geist trifft Mädchen. Interesting. Nein, 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 oh, das wollte ich gar nicht. Mann, das wollte ich gar nicht. Jetzt ist die... Oh. Mann! Das wollte ich nicht. Die Tücken von digitalen Karten spielen. Die Tücken von digitalen Karten spielen. Oh Mann. Genau. Ah.
nochmal Geisterfähnchen. Toll, okay. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Weil jetzt habe ich natürlich kein Kaldroid auf der Hand, um mich zu schützen. Scheiße. 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 Mein Gegner wird jetzt den One-Hit-KO suchen, den One-Hit-KO finden. Finish this, summon this. Oh, nur weil ich angegriffen habe. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendeine Welt da draußen, wo mein Gegner hier nicht so recht weiß, was er macht. Aber das wage ich zu bezweifeln. Geht den Shogun-Saga. Shogun-Saga, Effekt. Shiranui, Seelenmeister. Pop this. Attack directly. Bla bla bla. Und es reicht natürlich aus. Warum reicht es aus, Mr. Ragor? Weil ich dieses Mal natürlich keine Handtrap auf der Hand habe. Ich meine, Lancia wäre wunderbar hier. Lancia hätte mir das Spiel gewonnen. Kaidroid hätte mir das Spiel gewonnen. Aber warte mal. Okay. Und Saga. Warum denn das? Ah. I mean, deswegen bleibt man in Spielen drin, I guess. Weil mein Gegner anscheinend nicht gewinnen will. Soll mir recht sein. Okay, das soll mir recht sein. So, Orkus Albtraumritter. Let's go. Now we're talking. Dann droppen wir doch mal endlos Bohrer Ankerkette. Und beschwören den gelben Apparat. So. Ich habe nichts gespürt an Delay beim Gegner. Was wild ist. So. Also wir haben den Phönix jetzt theoretisch. Oder... Wir haben so viele Möglichkeiten, aber ich finde den Phoenix-Play eigentlich richtig nice. Weil dann können wir jetzt in den Phoenix gehen. 1-2. Das ist big. Also das ist wirklich big. Weil guck mal, jetzt können wir den Effekt vom Phoenix aktivieren. Wir kriegen Orkus Albtraumritter auf den Friedhof. Können dich targeten. Und dann geht unsere Orkus-Chain erstmal richtig los. Alter, Vater. Alter, Vater, das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Heftig. Ha. 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 Das ist ja mal geil. Das ist ja mal richtig geil. Einziges Problem ist... Ah, ich wollte gerade sagen, wir können ja gar nicht so richtig gewinnen, aber in dem Fall ist mir das ja eigentlich Wurst. Ja, in dem Fall ist mir das ja eigentlich Wurst. Jacke, wie groß ist mir das? Ich kann halt nur nichts vom Friedhof verbannen, weil wenn ich vom Friedhof verbanne, aktiviere ich den Seelenmeister. Aber ich muss in dieser Runde gewinnen. Und ich habe gerade 100 Damage zu wenig. Ich habe gerade sage und schreibe 100 Damage zu wenig. Ah. Wobei das ein... Wobei das, glaube ich, echt egal ist. Weil ich ja jetzt... Ja, guck mal. Machen wir das einfach wie folgt. Ich darf den Effekt, wie gesagt, nicht aktivieren, aber es reicht ja dadurch, dass es verbannte Karten da gibt und wir einfach jetzt so angreifen. Cool! Also, wenn mein Gegner das vernünftig gespielt hätte, hätte ich das in diesem Leben nicht gewonnen. Wenn der Gegner das richtig gespielt hätte, hätte ich das in diesem Leben nicht genommen. Aber hey, you know what? We take those. Wir nehmen diese Siege. Das ist, soll mir recht sein. Echt krass, also was Orkus so kann. Und das ist ja einfach nur eine Engine. Die kannst du ja theoretisch jedes andere Deck ebenfalls reinsplashen und es läuft. Beziehungsweise es sollte laufen. Ob es läuft, sieht man dann am Ende. Aber das ist krass.
meine, es wird doch bestimmt auch noch irgendwelche anderen älteren Decks geben, wo man das dann wunderbar ausprobieren kann, ob es dann so gut ist wie gedacht, sag ich mal. Zweifel hast du halt in dieser Version einfach Gandora, der dann... Yo. Yo. Elemente, vereinigt euch. Vorwächter, anyone? Okay, Dracozac. Was geht hier jetzt ab? Was geht jetzt hier ab? Macht man das jetzt nur für einen Turn 1 Dracozac? Oder gibt es hier noch andere Sachen, warum man das so spielt? Okay. Halbtraum Phoenix, aha. Da gibt es bestimmt irgendeine ganz komische. Irgendeinen ganz komischen Lock. Ach, auch wieder mit Orkust. Wild. Aber dafür haben wir ja die Longinus-Lanze. Ach krass, das ist halt echt auch wieder eine Orkus-Version. Schwarzer Illusionsmagier, aha. Das ist wild. Richtig wild. Crazy Combo. Okay, jetzt aktivieren wir die Longinus-Lanze und... Kommt da jetzt noch viel vom Gegner? Aufsteigender Sternschnuppenrache. Monster ist eine Stufe niedriger ist als diese Karte. Also. Aha. Ich weiß nicht so recht, was jetzt hier abgeht. Ich weiß wirklich nicht so recht, was hier gerade abgeht. Aber es ist okay, denke ich. Keine Ahnung. Ah, komm, der Gegner gibt auch. Ah, oh, geil. Geil, geil, geil. Aber das Deck des Gegners war cool. Ein ganz wildes Combo-Deck, was auf den Skill Elemente vereinigt euch beruht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Anyways, meine lieben Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da. Das Deck des Gegners könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren. Es sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus, aber ja, mal schauen. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst eine positive Bewertung da. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welche neuen oder auch alten Decks ihr gerne sehen wollen würdet. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal wieder und bis dahin wieder reingehauen. Macht's gut und haut rein. Bis bald, euer Ri. Tüdelü. Man sieht sich.